deutsche Meisterin. Und wie fühlst du dich jetzt nach deinem Kampf? Natürlich auf der einen Seite auch erleichtert, das gehört immer dazu, weil am Anfang die Anspannung da ist und wir immer sehr aufgeregt sind und das fällt dann alles von einem ab und dann natürlich doppelt erleichtert, wenn man dann auch noch gewinnt und in dem Fall freue ich mich natürlich. Ich kenne meine Gegnerin auch, die Fiona, die ist schon auch eine Hausnummer, also das heißt, sie ist eine gute Kickboxerin, hat mir auch nichts geschenkt, deswegen fand ich, es war ein fairer, guter Kampf, das freut mich besonders, wenn das immer fair abläuft. Es ist die schönste Sportart überhaupt, sie anzusehen. Es ist wirklich ein toller Sport. Wir arbeiten daran mit viel Transparenz, auch mit den Monitoren, mit den ganzen Infos, dass sie sehen, um was geht es, wie steht es. Ich bin sehr zufrieden, es sind sehr viele Kämpfer aus ganz Deutschland eben gekommen. Von allen haben wir eben nur positive Erfahrungen und Feedback bekommen, dass es eben eine tolle Halle ist, dass es gut organisiert ist. Und das ist natürlich für meine Helfer oder für unsere Helfer, für das ganze Team, das ist natürlich eine super Auszeichnung. Da machen wir das auch leider gerne wieder. Ja, mit der Routine läuft manches einfach einfacher. Man weiß schon, wo man hin muss, wo sind die Internetverbindungen, wo muss man Kabel ziehen. Das weiß man nach dem ersten Mal und nach dem zweiten Mal noch besser. Das heißt, beim dritten Mal ist es dann schon richtig Routine. Als Nationaltrainer im Vollkontakt, wie findest du hier die deutsche Meisterschaft in Coburg? Ich finde sie super. Die Halle ist mega, also ich bin immer gerne hier, die ist geräumig, wir haben Platz und ich muss nicht so weit fahren. Wir hatten einen knappen Kampf, der für uns auch Nominierungskampf ist oder war. Ja, mal schauen, was rauskommt, ansonsten bin ich zufrieden. Das ist ja unser Jahreshöhepunkt, also zumindest vom ersten Halbjahr. Wir fahren in 2 Wochen noch nach Rimini, aber ich bin zufrieden, ja, und jetzt haben wir dann auch alle ein bisschen Urlaub verdient. Und wir freuen uns schon auf den Bayern-Pokal am 8.2.2020. Aber es ist echt eine tolle Meisterschaft und hoffentlich wird es im Februar auch so schön.